Für mich war es entscheidend, als ich in die Politik ging, dass ich etwas bewegen will. Und diese Chance konnte ich in dieser Legislaturperiode ganz besonders nutzen, denn ich bin die einzige Rheinland-Pfälzerin, die am Kabinettstisch sitzt. Und ich verstehe mich als die starke Stimme für unsere Heimat. Und das will ich auch in der nächsten Legislaturperiode fortsetzen. Es sind drei Punkte für mich besonders wichtig. Das eine ist Vorfahrt für Familien und Kinder. Und deshalb habe ich mich stark gemacht für das Elterngeld und für den Ausbau der Kinderbetreuung. Nicht nur quantitativ, sondern wir brauchen mehr Qualität in den Kindergärten. Das heißt, der Ort der Kinderbetreuung muss zu einem Ort der frühen Bildung werden. Das zweite ist Bildung. Bildung ist die beste Zukunftsinvestition und wir wissen, eine gute Ausbildung ist die Versicherung, die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. Und deshalb habe ich alles daran gesetzt, auch in meinem Wahlkreis, dass eine frühe Berufsorientierung jetzt schon in den Schulen stattfinden kann, dass wir durch Bildungspaten und Ausbildungspaten den jungen Menschen eine bessere Chance geben, dass der Übergang von der Schule in die Ausbildung gelingt. Und ich bin Mitglied des Ausbildungspaktes und mache mich stark für mehr Ausbildungsplätze. Deutschland befindet sich zurzeit in der schwierigsten Situation. Wir haben eine dramatische Finanz- und Wirtschaftskrise. Und es kommt jetzt darauf an, dass wir es schaffen, dass unser Land wettbewerbsfähig bleibt und besser im Wettbewerb in der Zukunft bestehen kann. Und das heißt, wir müssen alles tun, damit auch Arbeitsplätze erhalten werden, aber wir durch Forschung und Innovation neue Arbeitsplätze hinzukommen. Wir brauchen Fachkräfte und deshalb sage ich allen, wer jetzt investiert, wird nach der Krise besser aufgestellt sein. Und ein zweiter Punkt ist mir wichtig. Es geht um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Es geht darum, dass Deutsche und Menschen, die zugewandert sind, gut zusammenleben. Und das bedeutet Integration im Sinne von Fördern und Fordern zu gestalten. Schluss mit Multikulti, wir haben umgesteuert, aber die Versäumnisse der letzten Jahre lassen sich nicht in 4 Jahren aufholen. Und dafür müssen wir weitermachen. Und der dritte Punkt ist für mich, ich will, dass die Lebensleistung von Menschen besser anerkannt wird. Das bedeutet steuerliche Entlastung, das bedeutet aber ganz besonders für Frauen, dass wir ihre Lebensleistung in der Rente besser anerkennen.